ist Slowenien eine Winterdestination? Wenn wir über Slowenien sprechen, erwähne ich immer das grüne Slowenien, Nachhaltigkeit, die grüne Wälder, die Adriaküste, das grüne Ljubljana und so weiter. Aber ist Slowenien wirklich auch eine Winterdestination? Und die Antwort ist auf jeden Fall ja. Also Slowenien hat über 30 Gipfel, über 2000 Meter, hat hunderte und hunderte Kilometer von Skipisten, Langlaufloipen und Rodelbahnen und hat sogar sehr hohe Berge in dem nordwestlichen Ecke Sloweniens an der Grenze mit Kroatien, mit Italien und Österreich. Und das sind nicht nur irgendwelche Berge, sondern die Alpen. Das wissen tatsächlich nicht alle, dass Slowenien eigentlich ein Alpenland ist. Ein paar Fakten zum Anfang. Die Dauer der Wintersaison in Slowenien ist von Dezember bis März, obwohl man sagen muss, die beste Reisezeit ist Januar und Februar, wo auch die Schneegarantie die beste ist. Slowenien ist als Winterdestination vielleicht nicht so bekannt als Sommer- und Frühlingsdestination, nur besonders im Vergleich zu Österreich, zu der Schweiz und zu Italien. Aber das bedeutet, dass Slowenien viele Vorteile für Sie und für Ihre Kunden hat. Die erste, der erste wichtige Vorteil ist kurzer Mindestaufenthalt. Auch im Winter, in der Wintersaison kann man Hotels direkt auf der Skipiste für 2 oder 3 Nächte, sogar für eine Nacht bekommen, entweder in Kranjska Gora auf dem Bledersee oder in Ljubljana. Der zweite Vorteil, Value for Money. Die Preise im Vergleich zu der Schweiz, zum Beispiel Italien und Österreich, hier in Slowenien sind relativ günstig. Damit meine ich die Preise in Hotels sowie für Skipässe. Kurze Transferzeiten. Also Slowenien ist ein sehr kleines Land und das bedeutet auch für Winterincentive-Programme, die Winterregion befindet sich nicht länger als 30 Minuten entfernt vom Flughafen. Hier können wir einige Skiresorts und wichtige Winterlocations sehen. Alles sehr nah zum Ljubljana und zum Ljubljana Flughafen. Der nächste Vorteil und sehr ganz, ganz wichtig für die heutige Zeit, wenn wir nicht wissen, wie das Wetter aussehen wird wegen der Klimawandel, ist, dass Slowenien gute Schlechtwetteralternativen hat. Diese werden wir am Ende der Präsentation erwähnen. Und der letzte Vorteil Sloweniens im Winter, Kombination von City und Snow. Hier meine ich, dass man in Slowenien eine Kombination aus einem Citybreak und Winterincentive-Programm auf dem Schnee machen kann. Das bedeutet, man kann in Ljubljana übernachten, aber trotzdem tagsüber Aktivitäten auf dem Schnee in slowenischen Skiresorts machen. Also viele ganz wichtige Vorteile für Sie. Wir fangen unsere Reise an, ganz in der nordwestlichen Ecke Sloweniens, in einem kleinen Dorf von 5000 Einwohnern, der Kranjska Gora heißt. Dieser Ort ist vielleicht am besten ist bekannt als Austragungsort für FIS-Weltcup-Rennen im Slalom und anderen Skifahrenrennen. Ist aber für euch wichtig, weil hier viele, viele Winteraktivitäten stattfinden. Und die erste Aktivität, die eigentlich ganz neu ist, und ich weiß, dass auch Norman diese noch nicht gut kenne, ist Airboarding. Das ist natürlich, wir sprechen nicht über Waterboarding. Waterboarding ist etwas ganz anderes, ganz Schlechtes. Airboarding ist aber sehr lustig und interessant. Airboarding macht man in Kranjska Gora auf einer privatisierten Skipiste. Und einfach gesagt ist das eine Aktivität, ein Wintersport, wo man auf einer Luftmatratze einer Skipiste runterrutscht. Also ganz einfach, diese Luftmatratze ist natürlich speziell verstärkt und das macht man natürlich also Head First, Kopf über. Sehr lustig und voll von Adrenalin. Die nächste Aktivität, die man in Kranjska Gora machen kann, sind Snowbikes.
bitte beachten, das ist keine motorisierte Aktivität. In Slowenien darf man keine motorisierte Aktivitäten überhaupt machen, weil die Berge sich im Triglav Nationalpark befinden und es gibt viele Gesetze und Regeln dafür. Snowbikes ist aber eine Kombination aus Skifahren und Rodeln. Man verwendet solche Monoskis und rutscht einfach runter. Diese Aktivität ist geeignet auch für die Teilnehmer, die keine Erfahrungen mit Skifahren haben. Und sehr ähnlich zu Snowbikes sind Pleju, das ist eine slowenische Art von Snowbikes ohne Lenker. Auch sehr lustig, auf einer privatisierten Skipiste machen wir das. Die nächste Aktivität, Eiskletten auf einem gefrorenen Wasserfall. Und dann gehen wir schon in die Richtung Italien. 10 Minuten von Kranjska Gora nämlich befindet sich der Ort Planica, das nordische Zentrum Planica, das vielleicht noch bekannter als Kranjska Gora ist, weil das ist, hier findet jedes Jahr im März das Finale von Skispringen und Skifliegen statt und auch das Weltcup jedes Jahr. Hier haben wir die höchste Skisprungschanze in Slowenien und eigentlich die zweitgrößte Skisprungschanze der Welt, wo die Sportler auch über 250 Meter fliegen können. Warum ist das wichtig für uns? Weil hier wir das steilste Zipline der Welt machen können und das direkt von ganz oben von dieser Skisprungschanze. Die Länge ist über 500 Meter, Geschwindigkeit bis zu 85 Kilometer und Dauer bis zu einer Minute. Sehr spannend für alle Gäste, die etwas mit Adrenalin suchen. Und das machen wir hier in Planica, oft in Kombination mit einem Windkanal. Hier fliegen sozusagen die Teilnehmer auf einer Windströmung und bekommen das Gefühl, wie es aussieht, fliegen zu können oder Ski zu springen. Planica ist nicht nur als nordisches Zentrum bekannt, sondern ist als auch ein Ausgangspunkt für einen Ausflug ins Tamatal bekannt. Tamatal ist eines der schönsten Bergtäler in Slowenien. Und hier machen wir eine ganz besondere Wanderung mit besonderem Schuhwerk, also mit Schneeschuhen. Und das heißt einfach Schneewandern. Das machen wir mit diesen Schneeschuhen ungefähr 1,5 Stunden. Wir sind direkt in der unberührten Natur, mitten in den Bergen. Und nach 1,5 Stunden erreichen die Gäste, also diese Anhütetama, wo einen Empfang auf sie wartet, mit Glühwein, mit Likörs, mit kalten Aufschnitten, Kreinewurst oder so etwas. Und auf dem Rückweg geht dann einfacher mit Schlitten, sodass es nicht nur schneller geht, aber ist auch lustiger. Jetzt gehen wir ein bisschen südlicher, in der Nähe vom Bledersee. Und dort befindet sich die Hochebene Pokljuka. Diese ist jetzt bekannt für einen anderen Sport, und das ist Biathlon und Skilanglauf. Es gibt hier nämlich viele Fichtenwälder, und das ist ein Austragungsport für Biathlonrennen im Winter, im Januar oder Februar. In diesem Biathlonzentrum hier auf der Hochebene Pokljuka machen wir also Biathlonprogramm. Und hier fangen die Gäste zuerst mit Skilanglauf an, lernen alle Basics dafür und gehen dann zum Schießplatz, wo sie auch Biathlon schießen lernen. Und das machen sie auf dem gleichen Schießplatz, wo auch die Sportler während des Rennens tatsächlich schießen. Auf diesem Bild können Sie sehen, wie das bei einem professionellen Rennen aussieht mit professionellen Sportlern. Bei uns sieht das aber so aus, ein bisschen einfacher vielleicht, aber lustiger. Am Ende dieses Programms machen wir immer einen Wettbewerb, um einen Gewinner, einen glücklichen Gewinner zu bekommen. Wenn Sie aber Ihren Kunden einen Mehrwert anbieten möchten, können wir dieses Programm auch mit Petra Majdic machen. Sie ist sehr berühmt in Slowenien als die dreimalige Weltcup-Siegerin im Skilanglauf, ist aber vielleicht noch besser bekannt für eine wirklich besondere und schöne Geschichte.
Nämlich im Jahr 2010 in Vancouver auf den Olympischen Spielen hat sie sich beim Aufwärmen 5 Rippen gebrochen, hat sich aber trotzdem entschieden, beim Rennen teilzunehmen und hat am Ende eigentlich eine Bronzemedaille für Slowenien gewonnen. Also mit ihr können wir auch dieses Programm durchführen und sie dann teilt ihre Erfahrungen, ihre Geschichte von der Olympiade und natürlich hilft allen Teilnehmern beim Rennen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen südlicher. Wir sind jetzt fast in der Gegend von Ljubljana, 30 Minuten von Ljubljana, 15 Minuten vom Flughafen. Hier liegt das Skiresort Krvavec und dieses ist bekannt für, sagen wir, eine andere sehr wichtige Wintersportart, die noch besonders für Slowenen sehr wichtig und sehr berühmt ist. Ich spreche natürlich über Après-Ski. Ja, ganz wichtig und ganz lustig in Slowenien. Und Skiresort Krvavec ist perfekt dafür und ist auch perfekt für Winter-Incentive-Programme mit größeren Gruppen. Aber wenn man Après-Ski machen will, muss zuerst sich das verdienen. Und das verdient sich man durch andere Winteraktivitäten, die wir hier auf dem Berg Krvavec machen. Die erste Aktivität ist die sogenannte Winterolympiade oder Winterolympiade der lustigen Spielen sozusagen. Ganz einfach, die Gruppe wird in kleinere Teams aufgeteilt und diese Teams machen dann rotierend verschiedene lustige Aufgaben auf dem Schnee. Zum Beispiel Snow Frisbee oder Giant Ski oder Snow Rafting oder wir machen auch zum Beispiel Eishockey auf dem Schnee oder Fußball auf dem Schnee, viele verschiedene lustige Spiele. Die zweite Aktivität, die wir auf dem Berg Krvavec machen, ist das sogenannte Avalanche Rescue. Hier geht die Gruppe in kleineren Teams um den Berg herum, macht verschiedene Stops auf verschiedenen Locations und macht dort verschiedene Aufgaben zum Thema Lawinen retten. Zum Beispiel, sie müssen einen Verletzten im Schnee finden mit einem kleinen Transistor. Sie machen Aufgaben zum Thema Orientierung oder sie müssen eine Trage selbst machen und dann einen Verletzten zum Ziel bringen. Und wenn sie alles das gut gemacht haben, kommt die Belohnung, kommt die Likörverkostung im Freien auf dem Schnee. Hier gibt es eigentlich viele verschiedene Geschmäcke von Likörs und Schnaps und die Gäste müssen dann erraten, welches Geschmack das ist. Für die Teilnehmer, die ein bisschen künstlerisch sind, haben wir hier Ice Carving, wo die Gäste also Skulpturen aus Eis bauen müssen. Und das machen sie schon an diesem Schneestrand Krvavec, wo später am Nachmittag auch dieses Après-Ski stattfindet. Auf diese Terrasse kann man privatisieren, auch für größere Gruppen bis zu 200 Personen. Wir machen hier, können wir auch Open Bar machen, DJ, es gibt Buffet-Essen oder andere Weise. Und natürlich kommt mit dem DJ auch dann später eine Afterparty. Jetzt sind wir zum Bledersee gekommen. Bledersee ist kein Seeresort, sondern viele von euch kennt ihr natürlich das schon. Das ist der meistbesuchte, meistfotografierte, eigentlich der berühmteste Punkt Sloweniens. Normalerweise ist das natürlich grün. Bled hat die einzige Insel Sloweniens und ein Muss in Bled ist eigentlich diese Insel zu besuchen mit einer Bootsfahrt mit traditionellen Bledner Holzbooten. Und auf dieser Insel könnt ihr entweder eine Potisse, eine Kuchenverkostung machen oder einen kulinarischen Workshop auch zum Thema Kuchen, zum Thema Potisse. Das ist wirklich so sehr traditionell in Slowenien. Ich habe schon gesagt, dass Bled kein Skiresort ist, aber hier machen wir auch etwas Neues. Und zwar hat Bled im Vergleich zu anderen Orten etwas anderes, und zwar eine Eishalle, die man privatisieren kann. Und hier in dieser Eishalle machen wir ein ganz neues Programm, Eishockey. Bei diesem Programm bekommen alle Teilnehmer ihre eigene Trikots zum Mitnehmen. Das kann alles brandiert sein. Und lerne alle Basics von Eishockey und dann haben wir natürlich am Ende noch ein Spiel und dafür werden keine Erfahrungen auch benötigt. Und das geht
wird alles durchgeführt von professionellen Eishockeyspielern, insbesondere von Tomáš Rasinger. Er ist der Ex-Kapitän der slowenischen Nationalmannschaft, eigentlich der Rekordhalter bei der Anzahl der Spielen für Slowenien. Sehr, sehr bekannt in Slowenien, und er ist natürlich dabei bei diesem Programm und teilt seine Erfahrungen. Noch eine Aktivität kann man in dieser Eishalle machen, und das ist Curling. Es ist auch möglich, beide Aktivitäten am gleichen Tag zu machen. Und das geht so, dass am Morgen zum Beispiel wir zuerst Eishockey oder Curling machen, dann gehen die Gäste in die Garderobe, um sich umzuziehen. Und in der Zwischenzeit baut das Staff hier mitten auf dem Eis ein Setup für Lunch auf, und sie haben dann Lunch direkt auf dem Eis. Und dabei sind die Kellner auf Eisschlitten, also alles ist wie ein Märchen auf Eis. Und am Nachmittag machen sie die andere Aktivität dann rotierend. Noch ein Bild vom Curling. Und jetzt kommen wir zu Ljubljana. Vielleicht werdet ihr euch fragen, warum Ljubljana? Was hat das zu tun mit einem Winter-Incentive-Programm? Gute Frage. Eigentlich kann Ljubljana auf drei Weise bei Winter-Incentive-Programmen verwendet werden. Die erste Weise ist Ljubljana nur als Tagesausflug, wenn die Gruppe zum Beispiel in Kranjska Gora oder in Bled übernachtet. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Gruppe alle Nächte hier eigentlich in Ljubljana schläft und macht dann Ausflüge in die Bergregion. Das ist diese Kombination von City Break und also Winter-Incentive-Programm. Tagsüber haben die Gäste also zur Verfügung alle möglichen Winteraktivitäten in der Bergregion, die 30 oder 45 Minuten entfernt ist. Nachtsüber steht aber zur Verfügung alles, was eine Hauptstadt anbieten kann. Das bedeutet viele Restaurants, Nachtleben. Und natürlich hat Ljubljana die größte Auswahl an Hotels in Slowenien. Und die dritte Variante, wie Ljubljana zu verwenden im Winter, ist als Schlechtwetteralternative. Also ich habe am Anfang erwähnt, dass Slowenien gute Schlechtwetteralternativen im Winter hat, und Ljubljana ist die erste. Es ist ganz einfach, sehr kurzfristig einen Ausflug nach Ljubljana zu organisieren und dort zum Beispiel eine Gourmet-Tour zu machen. Das ist eine Kombination aus einem Stadtrundgang und Verkostungen typisch slowenischen Gerichten, zum Beispiel kalte Aufschnitte, Pasta mit Trüffeln. Wir besuchen den Hauptmarkt. Natürlich Weine sind hier, und wir können eine Weinverkostung machen. Und eine von diesen Weinen könnt ihr auch hier auf dem Bild in der Mitte sehen. Das ist ein Orange Wein. Viele von euch kennt die Orange Weins schon, weil ihr in Slowenien schon wart. Wenn die andere nicht Orange Wein noch kennt, werde ich sagen, nur, dass das nichts zu tun mit Orangen hat. Für mehr Details aber müsst ihr selbst nach Slowenien kommen, dann erzähle und zeige ich alles. Das ist natürlich, also Ljubljana ist die erste gute Schlechtwetteralternative im Winter bei Winter-Incentive-Programmen. Was ist die zweite? Bei der zweiten Alternative ist es egal, ob es schneit, ob es die Sonne scheint oder ob es regnet, ob wir 30 Grad haben oder 30 Grad minus haben. Wir können diese Aktivität zu jedem Wetter machen und zu jeder Jahreszeit. Ich spreche natürlich über die Höhle von Postojna. Das ist die meistbesuchte Höhle Europas. Und die Gäste machen hier eineinhalb lange Tour, teilweise mit einer Höhlenbahn, teilweise zu Fuß. Und wir machen das natürlich immer exklusiv. Wir privatisieren den Zug. Wir machen ein Überraschungskonzert irgendwo in der Höhle, auch an mehreren Locations. Und am Ende kommt noch eine Überraschung, ein Empfang in der Höhle mit Sekt oder Glühwein oder Tee oder so weiter. Die dritte Schlechtwetteralternative im Winter ist vielleicht ein bisschen, komisch, hört sich komisch, und das ist aber Rudern mit Olympioniken. Aber hier müssen wir verstehen, was im Winter schlechtes Wetter bedeutet. Wenn die Temperatur über 10 Grad ist, ist das für ein Winter-Incentive-Programm natürlich schon sehr schlecht, aber das ist schon warm genug, um dieses Rudern-Programm zu machen.
Und dieses Rudernprogramm machen wir auch mit ehemaligen slowenischen Olympionikern, die auch Medaillen für Slowenien auf den Olympischen Spielen gewonnen haben. Kurz über das Programm. Wir fangen immer an in, zum Beispiel in einem Gym, machen ein paar so eine Einführung in Rudern, gehen dann auf den See, entweder mit diesen professionellen Achterbooten, die sind ja, so für die Teilnehmer, die sehr sportlich sind, oder einfach mit Rudernbooten. Und zum Beispiel dieses Bild war, ist gemacht auf, am Anfang März vor 5 Jahren. Und da gab es so ungefähr 12 Grad. Aber trotzdem war dieses Programm sehr erfolgreich und die Leute hatten viel, viel Spaß. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch überzeugt habe mit den Aktivitäten. Und hoffentlich ist jetzt eure Frage nur noch, wo kann ich schlafen? Bei der Unterkunft ist es so, es gibt drei mögliche Locations dafür vorschlagen, die Kranjska Gora, Bledersee und Ljubljana. Kranjska Gora ist vielleicht geeignet für Gruppen, die direkt auf der Skipiste schlafen möchten oder die direkt bei der Winteraktivitäten dabei sein möchten. Also hier sprechen wir wirklich um ein Skiresort, was Kranjska Gora natürlich ist. Es gibt aber einen Nachteil hier, und zwar, dass Kranjska Gora, die Hotels dort ehrlich gesagt nicht so gut sind. Besonders die großen Hotels wie auch Ramada Hotel. Ramada Hotel, dieses ist zwar 4 Sterne, aber ehrlich gesagt braucht ein bisschen Renovierung. Bei kleineren Gruppen ist Kranjska Gora kein Problem. Hier haben wir ein paar Boutique-Hotels wie Boutique Ski Pass Hotel in Kranjska Gora. Aber hier sprechen wir über Gruppen bis zu, ja, sagen wir, 10 oder 15 Zimmer, nicht mehr. Wenn die Gruppe aber bessere Hotelunterkunft braucht, ist Bled viel, viel besser. Bled, wie gesagt, ist kein Skiresort, ist aber trotzdem liegt inzwischen den Bergen. Und wenn das Schnee gibt, ist das wirklich ein Wintermärchen. Ist auch ein bisschen ruhiger in Bled, aber hat aber viel eine bessere Auswahl an Hotels. Das erste und das beste ist das Rikli Balance Hotel, 4 Sterne Superior, auch vor ein paar Jahren komplett renoviert mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Das Park Hotel vor 2 Jahren komplett renoviert mit der besten Lage in Bled. Ein bisschen weiter von Bled entfernt in Richtung Triglav Nationalpark liegt das Adults Only Sunrose Heritage Boutique Hotel für kleinere Gruppen, auch auf einer ruhigen Location. Und mein neues Lieblingshotel in der Alpenregion ist das neue Hotel Bochin, 4 Sterne. Dieses liegt in der Region von Bochinsee. Das ist ungefähr 30 Minuten weiter von Bled entfernt Richtung Bergen. Liegt inmitten der Triglav Nationalpark, wurde im letzten Jahr komplett renoviert, mit Fokus auch auf Nachhaltigkeit. Stil vom alpinen Stil ist auch sehr ruhig und die Natur herum ist eigentlich herrlich. Und dann die letzte Destination, Ljubljana, die geeignet ist, wenn die Gruppe nicht nur Winteraktivitäten machen würde, sondern auch was anderes. Und hier hat also die Gruppe alle Vorteile von einer Hauptstadt, Restaurants, Hotels, Nachtleben, gute Infrastruktur und so weiter, aber kann tagsüber noch wieder immer zu einem Skiresort gehen. Das beste Hotel in Ljubljana weiterhin, das Intercontinental 5 Sterne mit einer wunderschönen Dachterrasse, perfekt für einen Empfang. Das ganz neue, im letzten Monat eröffnetes Grand Plaza Hotel ist im Moment das größte Hotel Ljubljanas mit einem großen Konferenzzentrum und liegt direkt neben Intercontinental Hotel. Also alle diese Hotels befinden sich fußläufig erreichbar von der Altstadt. Grand Plaza Hotel, naja, was würde ich sagen? Ihr hat ein sehr hohes Niveau, aber nicht so hohe als Interconti, was für mich noch immer das beste Hotel in Ljubljana ist. Aber trotzdem für die größte Gruppen ist dieses Hotel sehr gut. Das Grand Hotel Union und U-Hotels haben die beste Lage in Ljubljana, fast auf dem Hauptplatz und auf dem Prešeren Platz und haben auch das größte Konferenzzentrum in Ljubljana.
In Ljubljana gibt aber auch viele, viele kleinere Boutique-Hotels und die wachsen jedes Jahr, kommt ein oder zwei neue Boutique-Hotels. Ich werde hier vielleicht nur ein erwähnen, Boutique-Hotel Kubo, wahrscheinlich das beste Boutique-Hotel in Ljubljana. Und damit sind wir schon zum Ende gekommen bei unserer Präsentation von Winter-Incentive-Ideen in Slowenien. Jetzt, ich hoffe, dass ich euch überzeugt habe, dass Slowenien nicht nur das grüne Slowenien ist, sondern kann man was auch im Winter machen. Ich frage aber jetzt natürlich euch, findet ihr euch also, ist Slowenien eine Winterdestination? Was denkst du, Norman? Ja, auf jeden Fall. Nein, also Slowenien ist ganz furchtbar. Auf gar keinen Fall. Ich denke auf jeden Fall, Slowenien ist eine Ganzjahresdestination, finde ich. Und ich bin großer Fan von Slowenien. Aber meine Meinung ist ja gar nicht so wichtig, denn die Meinung unserer Kunden ist eigentlich viel wichtiger. Denn euch müssen wir überzeugen. Und am besten schalte ich jetzt die Mikrofone mal frei. Und bin auf Feedback sehr gespannt, beziehungsweise auf Fragen. Vielleicht ist ja die eine oder andere Frage in der Runde dabei, die wir jetzt noch schnell beantworten können. Daher versuche ich jetzt mal ganz kurz alle freizuschalten. Und ich glaube, es hat nicht funktioniert. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch, glaube ich, noch selber entmuten. Und würde mich freuen, wenn es vielleicht die eine oder andere Frage gibt. Die ersten Kommentare kommen schon für die tolle Präsentation. Vielen Dank, Marco, an dich. So, Sabi, guck doch mal, ob du dich kurz freischalten kannst. Ja. Ja, super. Also, wenn ihr Fragen habt, wäre jetzt die Gelegenheit dazu. Vielleicht auch von jemand, der schon mal in Slowenien war und aber eher die Frühlings-, Sommer- oder Herbstzeit kennengelernt hat und jetzt vielleicht eine Frage zum Winter hat. Ansonsten hätte ich eine Frage, Marco, an dich. Du hast ja schon gesagt, Wintergarantie haben wir in Slowenien nicht. Das ist also Schneegarantie, Entschuldigung. Die haben wir quasi nicht mehr wirklich, außer in den hohen Bergen. Aber welcher Zeitraum ist denn der bestmöglichste, um eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Schnee zu haben? Unbedingt in Januar Bergen und Februar. Normalerweise haben wir im Januar und Februar, in den letzten Jahren hatten wir keine Probleme damit. Es gibt immer Schnee, nur besonders vielleicht nicht überall in Slowenien, aber in zum Beispiel Kranjska Gora, Planica, Krvavec, Unpokljuka, da gibt immer Schnee und es gibt immer was auf dem Schnee zu tun. Ich würde sagen, also Januar und Februar. Also ich im März, komischerweise, im März haben wir auch viele, viele Veranstaltungen, Winterveranstaltungen schon gemacht. Dann ist das Problem mit Schnee ein bisschen größer, aber trotzdem haben wir bisher es immer geschafft. Nur einmal hatten wir Probleme mit zu viel Wind und mussten dann danach in die Höhle von Postojna zu fahren. Also, aber ansonsten hatten wir bisher keine Probleme. Ich habe auch eine Frage, Marco. Bitte. Wie sieht es denn generell preistechnisch aus? Ist Sommer und Winter preistechnisch gleich oder ist es ein großer Unterschied? Oder? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Preisen, noch besonders zwischen Hotelpreisen zwischen Sommer und Winter. Die Hotelpreise für Bledersee und Ljubljana sind sehr, sehr viel günstiger im Winter. Ja. Sogar würde ich sagen 40% oder so etwas als im Sommer, noch besonders in den letzten, also dieses Jahr war wirklich verrückt in Slowenien. Die Preise waren sehr, sehr, sehr hoch im Sommer. Im Winter, ich habe letzte Woche ein bisschen geprüft, sind trotzdem relativ günstig. Zum Beispiel, wir könnten sogar das Intercontinental Hotel in Ljubljana im Januar zum Preis von 150 Euro schon bekommen, was ich ein toller Preis finde. Ne? Also die Preise im Winter sind besser. Okay. Dankeschön, Sabi. Und jetzt kam eine Frage von Natascha. Wie lange der Transfer ist von Bled nach Ljubljana? 45 Minuten. Also alles in Slowenien ist sehr nah dabei, gibt keine langen Transferzeiten. Im Winter ist die längste Transferzeit von Ljubljana nach Kranjska Gora und das dauert 1 Stunde 10 Minuten. Haben wir das aber auch schon als Tagesausflug gemacht, von Ljubljana nach Kranjska Gora und zurück nach Ljubljana. Aber Bled, Ljubljana, 45 Minuten. Also ist Bled so das nächstgelegene Wintergebiet, um Winteraktivitäten zu machen oder eine andere Region?
Zum Flughafen oder? Nee, von, wenn du jetzt in Ljubljana übernachtest und. Nein, eigentlich ist das der Ski Resort Krvavec. Die sich nur 30 Minuten entfernt. Dann kommt Bled mit 45, Pokljuka und dann noch Kranjska Gora und Planica. Mhm. Aber wie gesagt, Bled ist vielleicht nicht so ein echtes Skiresort. Das ist so ein Kursort. Aber im Winter, wenn das Schnee gibt, wirklich ein Wintermärchen. Das nächste gelegene Skiresort von Ljubljana, aber Krvavec. Ich hatte mir jetzt nicht ganz gemerkt, wie das Hotel hieß, dieses Boutique-Hotel, was dein Lieblingshotel mittlerweile ist. Ja. Hatte 69 Zimmer. Genau. Wie viele oder wie groß darf die Gruppe sein etwa? Also wie viele Leute könnte man dort, nimmt das Hotel dort auf als Gruppe? Sind die da regulativ oder sagen sie egal? Nehmen auch alles. Geht alles. Wir können dieses Hotel auch wir können einen Buyout machen. Wir haben das schon gemacht. Also alle 69 Zimmer stehen für uns natürlich zur Verfügung. Wenn wir das Hotel früh genug buchen, ist ein Buyout kein Problem. Ja. Aber dieses Hotel war, mein Lieblingshotel ist Hotel Bochin, weil dieses ist wirklich in einem kleinen Dorf, mitten in der unberührten Natur, nah am Bochinsee. Es gibt auch normalerweise dort Schnee, auch im Winter. Es gibt Ski-Resorts herum. Also ist wirklich eine gute Auswahl, dieses Hotel. Ich kann nur zustimmen. Ich habe es mir auch im Sommer angeschaut und es ist wirklich ein Top-Hotel. Sehr gemütlich. Ich kann es mir im Winter sehr schön vorstellen. Also im Sommer war es schön und im Winter noch gemütlicher, weil es sehr viele Holzelemente hat und dann so offene Feuerplaces, also und auch draußen sehr schön. Ja. Und Sauna und alles, ja. Ja, großen, schönen Wellnessbereich auch. Wir haben zwei weitere Fragen noch reinbekommen, Marco. Einmal möchte die Martina gerne wissen, ob der Skiverleih auch für Gruppen möglich ist. Natürlich, und zwar in Kranjska Gora oder auf dem Berg Krvavec. Also kein Problem. Wir müssen nur wissen, für wie viele Leute, die Körpergröße und das ist das. Mhm. Einfach. Gibt es also keine Limitierung? Bisher hatte ich noch keine, ehrlich gesagt, keine Anfrage für hunderte Leute für Skiverleih. Mhm. Das wäre anspruchsvoll vielleicht, aber ich frage gerne. Das ist die Challenge, die wir an euch, liebe Kunden, weitergeben, um so eine große Gruppe zu schicken, dass wir die Kapazitäten stoßen. Das freut mich immer, stoßen. Ja. Genau. Julia, ich komme gleich zu dir. Ich habe noch eine Frage von Julie. Sie möchte gerne wissen, wie die Direktflüge aus Deutschland sind, was die Hauptflughäfen sind von der Reise nach Slowenien. Das können wir relativ leicht beantworten. Es gibt nämlich nur einen Flughafen in Slowenien und das ist Ljubljana, ist aber sehr gut angebunden. Und Ausweichflughafen wäre noch Triest. Das weiß ich allerdings jetzt nur für Sommerprogramme. Marco, wie schaut es im Winter aus mit Triest? Triest für Winterprogramme vielleicht ist nicht so geeignet. Es gibt aber noch einen Flughafen, Klagenfurt in Österreich, im Kärnten. Dieses ist, dieser ist vielleicht eine gute Stunde oder eineinhalb Stunden von Bledersee zum Beispiel entfernt und eine gute Stunde von Kranjska Gora, und die Klagenfurt hat gute Verbindungen mit Wien und auch mit anderen deutschen Flughäfen. Genau mit welchen weiß ich jetzt nicht, aber wir hatten auch Gruppen, die nach Klagenfurt geflogen haben und dann hatten einen Transfer zum Bledersee. Gab kein Problem. Ja, wunderbar. Also Klagenfurt und Ljubljana. Super, vielen Dank, Marco. So, Julia Simsen, du hattest deine Hand gehoben. Ja. Hi. Vielen Dank für die tolle Präsentation. Ich habe noch mal kurz auch zum Thema Skiverleih respektive Anzugverleih. Haben die Geschäfte dort, stellen sie dann auch die Skihosen und die dicken Jacken und vielleicht Boots, auch wenn ihr Schneeschuhwandern geht, das wahrscheinlich mit Snowboard-Boots wird das gemacht. Kann man sowas auch alles mieten oder müssten das die Gäste mitbringen? Also wenn man Skifahren geht, kann man das alles mieten, also das ist kein Problem.
schon wieder wäre eine gute Frage, für wie viele Personen wäre das möglich? Das interessiere mich jetzt, werde danach ein bisschen nachfragen. Bei Schneewandern ist ehrlich gesagt sowas nicht so benötigt. Wir gehen immer mit normalen Schuhen und dann haben wir diese Schneeschuhe dazu. Es gibt genug von diesen Schneeschuhen. Wenn wir aber brauchen diese dicke Schneejacken, können wir auch diese besorgen. Haben aber bei Schneewaden das noch nicht gehabt. Also diese Frage eigentlich habe ich für Schneewaden noch nie gehabt, weil eigentlich brauchen die Leute keine wirklich Ski-Kleidung oder so etwas. Das ist ganz einfach wie ein Spaziergang in die Natur. Und deshalb haben wir dieses besondere Schuhwerk, sodass die Leute nicht nass werden. Okay. Dankeschön. Sehr fein. Dann die Möglichkeit, jetzt nochmal Fragen zu stellen. Also ja, ich sehe auch Zürich leider nicht so gut verbunden. Ich weiß, wir wissen das. Früher war auch Zürich sehr gut verbunden mit täglichen Flügen. Jetzt ist aber dieses Jahr, man weiß nicht, es gibt Flüge überall storniert. Also für nächstes Jahr muss man sehen, wie die Flugverbindungen aussehen werden. Und wir hoffen natürlich, dass auch Zürich schon wieder mit Ljubljana verbunden wird. Wenn es besser wird, dann kommen wir gerade vorbei. Super. Sehr gerne. Ihr seid alle jederzeit willkommen. Wenn Interesse besteht an Zeitinspections, gerne. Femtrips machen wir ja sowieso auch regelmäßig nach Slowenien. Gerade jetzt, das kommende Wochenende, findet wieder einer statt. Allerdings haben wir im Winter noch keinen gemacht. Das wäre vielleicht auch eine Überlegung für uns. Müssen wir uns mal auf die Liste setzen, dass wir vielleicht mal einen Winterfemtrip machen. Sehr gute Idee, Norman, das machen wir. Ja. Super. Bin ich auch dabei. Marco, gibt es im Winter eine Minimumnächte, die Hotels verlangen dann in den Skigebieten? Sehr gute Frage. Normalerweise schaffen wir das mit mindestens 2 Nächten oder 3 Nächten. Hängt von der Woche ab. Es gibt natürlich so große Veranstaltungen, aber diese wissen wir im Voraus, wann sie sind. Also das in Kranjska Gora ist diese FIS-Slalom-Rennen und am Ende März in Planica. Das ist immer schwierig. An anderen Daten ist das möglich. Also mindestens 2 oder 3 Nächten ist das möglich. Okay. Sogar eine Nacht manchmal, wenn die Gruppe nicht so groß ist. Also es ist nicht so vielleicht wie auf anderen Destinationen. Dort verlangen sie vielleicht, ich weiß nicht, mehrere Nächte. In Slowenien ist das viel, viel entspannender. Und auch wenn Kranjska Gora keine Verfügbarkeit hat, ist das noch immer möglich in Bled oder Ljubljana, auch mit einer Nacht. Ich habe eine kurze Frage noch. Wie sind denn bei euch die Schulferien? Die dauern 2 Wochen im Winter und halb Slowenien, eine Woche halb Slowenien, die zweite Woche. Es ist normalerweise das so zweite Hälfte vom Februar und dann ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, die Verfügbarkeit zu bekommen, besonders kurzfristig. Wir wissen immer ein Jahr im Voraus, wann diese Ferien sind, aber diese 2 Wochen können ein bisschen schwieriger sein, nicht aber unmöglich. Also es geht auch immer. Super. Sehr schön. Dann die letzte Frage an euch, ob soweit noch jemand irgendwas brennend jetzt auf der Zunge hat, was er gerne loswerden möchte. Ansonsten würde natürlich auch jederzeit die Möglichkeit bestehen, Marco per E-Mail zu erreichen. Wie schon am Anfang gesagt, wir haben das Webinar aufgezeichnet. Wir werden es auf YouTube, auf unserer Homepage platzieren für diejenigen, die heute etwas verspätet reingekommen sind. Oder wenn ihr es an eure Teams und Kollegen gerne weiterleiten möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Wir brauchen so 2-3 Tage, bis wir es hochladen. Ansonsten können wir euch auch gerne Beispielprogramme zusenden, damit ihr tatsächlich auch direkt was auf der Hand habt, was ihr euren Kunden mal zuschicken könnt, wie so eine Winter-Incentive-Reise ausschauen könnte und für Quotierungen und Anfragen dann gerne direkt an den Marco. Marco, ich denke, wir können dann so langsam zum Ende kommen. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich für die tolle Präsentation. Du hast uns, glaube ich, allen ziemlich Lust gemacht, jetzt direkt schon in den Flieger oder in den Zug zu steigen, um nach Slowenien zu fahren. Ich hoffe es. Ja, und wir freuen uns schon, wenn weitere Fragen auftauchen.
auftauchen, dann meldet euch gerne bei uns oder bei Marco direkt. Und dann wünschen wir euch jetzt einen ganz tollen, schönen restlichen Tag, eine gute Woche. Genießt den Sommer, bevor wir uns dann auf eine schöne Wintersaison freuen. Und ja, STR Promise und Intuos DMC, wir sind hier für euch und freuen uns auf eure